Sondern wir schmeißen hier die Dinge noch weg. So, ja, wunderbar. Wir haben den... Moment, jetzt quatschen wir nochmal mit ihm. Hallo. Ich kann nicht mehr mit ihm quatschen. Schade. So, und jetzt ist wirklich die Frage. Eine Frage stellt sich mir natürlich schon noch. Wie kann ich da unten jetzt über die Stacheln drüber? Ich kann ja hier... Einen Moment. Alter, ja, wenn es doch so alles so einfach wäre. Menno, Menno, Menno. Hier ist wahrscheinlich hier nur ein Stern drin, oder? Nö, eine grüne Pampe. Wow, ich bin begeistert. Ja, toll. Danke, eine grüne Pampe. Obwohl, war eigentlich logisch. Schade, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Aber ich finde das echt eine coole Idee mit den Zeitreisen und den verschiedenen Grafikstilen in den verschiedenen Epochen. So, und raus. Gut, das haben wir dann geschafft, wie es aussieht. Sehr schön, und wir sind wieder in Lagging Wald. So, da kommen wir nicht rüber. Die Brücke ist zerstört. Die Brücke ist zerstört, oh mein Gott. Da kommen wir auch nicht durch, das sind Steine. Nun gut. So, und dann werden wir eins machen, dann werden wir hier mal rausgehen. Wir landen wieder auf der Weltkarte. Wir gehen nochmal zu der Dame da, ja, weil wir wollen natürlich hier den grünen Trank, den wir gebraucht haben, wieder ersetzen. So, grüne Pampe. Blüpp, 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 blüpp. Und wir erhalten grünen Trank, wunderbar. Gut. Ja. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt über die Brücke können, weil das konnten wir ja vorher nicht. Wahrscheinlich haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht. Mayenbrücke. Oder Legendbrücke. Ist interessant, wir haben 30 Frames und jetzt mal auf einmal wieder 60 Frames und dann wieder 30 Frames. Naja, komm. Ich denke, ich werde die Grafikpracht etwas runterstellen. Ach, guck mal, Eichhörnchen. Beim nächsten Run dann. Weil das kann man irgendwie. Dann sieht es wahrscheinlich nicht mehr so schön aus, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Dann wird eben das 3D-Zeitalter nicht so erglänzen, wie es jetzt tut. Sollte mir vielleicht mal wieder eine neue Hardware anschaffen. Ich als YouTube-Millionär kann mir das sowieso leisten, ist auch klar, ne? So. Wir haben gesehen, da unten sind Leute, aber wir gucken uns zuerst... Oh mein Gott, nein, was war das? Ein Pilz. Wir gucken uns zuerst natürlich um und das sieht alles sehr schön aus. Ich finde den Grafikstil hier im 3D-Zeitalter echt nett. So. Hallo. Es kommt nicht oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie die Mayenne-Brücke, aber vor 100 Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Bisher ist es niemandem gelungen, ihn zu entfernen. Aber nach dem Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr nach Dämonia kommen. Wie dem auch sei, ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Klar, unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern, aber ich sag euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässt er den Spukwald. Man müsste ihn schon zwingen, diesen Klotz hier zu bewegen, aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst die Flucht ergreifen. Aber im tiefsten Grunde seines Herzens ist er ein netter Kerl. Ja, Leute, jetzt guckt mal. Guckt, Moment, Moment und... Kaching! Ich glaube nicht, dass ich schon stark genug bin, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Oh. Stimmt. Wir haben zwar dieses... Wir haben zwar dieses Relikt gefunden hier. Das Mana. Aber wir müssen natürlich zuerst irgendwen finden, der uns da helfen kann, wie wir das einsetzen können. Das Mana. Dann guckt man nochmal hier, der böse Baum, der kann uns da nicht helfen. Ich meine, es gibt nicht viel Auswahl hier, muss man sagen. Gehen wir zu ihr, sie kann uns vielleicht helfen. Hallo, du guckst, du siehst so aus. Stimmt, die hat ja hier auch, ja, eine Verbündeten. Wisst ihr, warum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist die Lebensenergie, extrem seltenes Zeug. Und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Ja, komm, Mana. Mana.
Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Fangen wir mit dem etwas kräftiger gebauten an. Er ist das ideale Versuchskaninchen. Irgendwas passiert hier. Oh mein Gott, was passiert hier? Hui. Aufwerten von Kräften. Emos Kraft hat Stufe 2 erreicht. Ihr könnt euch länger konzentrieren, um einen noch mächtigeren Angriff zu entfesseln. Das ist ja cool. Ah, deshalb die 1. Okay, was kann ich für euch tun, Zuckerschnäunchen? Und nichts. Bis bald, mein Gummientchen. 1? Ah, seht mal. Das ist ja super. Und jetzt... Katsching. Wow, episch. Okay, also jetzt können wir den Angriff unseres Gefährten auf Level 2 aufladen. Das ist ja gut. So. Komm, das zerstören wir alles des Zeugs, das auch. Und ach, guck mal, die Eichhörnchen. Sie wollen mit mir spielen. Ich will auch mit ihnen spielen. Hey, spielen wir doch, Eichhörnchen. Oh, jetzt habe ich dich versehentlich beim Spielen kaputt gemacht. Das tut mir so leid, Eichhörnchen. Mache ich nie wieder. So, plopp. Mach auch kaputt. Ja, und dann räumen wir doch mal heldenhaft diesen Stein aus dem Weg. Leute, tretet auf die Seite. Denn wir haben Level 2 Emos. Wow. So. Hallo! Es kommt. Ich habe den Felsbrocken gerade weggeräumt. Okay. Gut, wir haben den Felsbrocken weggeräumt, aber keiner sagt etwas anderes als vorhin. Das ist etwas schade, merkwürdig zugleich. Wo das Spiel ja sonst so schön auf Ereignisse reagiert, aber naja, gut. Ich meine. Will es jetzt nicht ankreiden. So, den machen wir doch auch mal schnell kaputt hier. Und immer schön umsehen, ob es nicht irgendwo ganz tolle versteckte Dinge gibt. So wie hier diesen Pilz, der so einsam vor sich hin gammelt. So. Und da kann man auch vorbei, zumindest bis hierher. Und ist hier irgendwo ein Geheimnis versteckt? Nö, schade. Kein Geheimnis. Aber ein paar Büsche. Ist ja auch schön, ne? Gut, und dann gehen wir raus. Oh. Cloud, schaut nur. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Wo ist mein Dorf? Meine Eltern, meine Freunde? Alles ist weg. Ist das ein Meteorit gewesen? Ich hatte ja einen Verdacht, aber jetzt habe ich Gewissheit. Das hier ist nicht unsere Zeit. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Versuchen wir es in Genua. Dort sollte es uns jemand sagen können. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Und hier, das sieht jedenfalls auch nicht schön aus. Pyramide des Propheten. Guck mal doch mal schnell rein. Der große Zerstörer wird euch alle strafen. Womit habe ich solche Nichtsnutzinger verdient? Nun, will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben jemanden rufen lassen, ihr werter Prophet. Ihr wagt es, mich hier schmachten zu lassen. Ah, endlich. Ich sollte diesen Mechanismus schleunigst überarbeiten. Aber er ist die sicherste Methode, meinen kostbaren, kostbaren Zeitstein zu schützen. Ein Zeitstein? Ein Zeitstein? Oh, TNT! Schlagen wir natürlich gleich mit dem Schwert dagegen. Ist super geladen hier neben den Flammen. Versuch bloß nicht, die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass noch nicht mal die berüchtigsten Ninja-Hörnchen es bis nach oben schaffen. Ja, ins Innere müsste man sich aus der Luft Zutritt verschaffen. Doch ohne Flügel lässt sich das nicht einrichten. Wie man so schön sagt, wenn Menschen fliegen könnten. Ja. Was sagst du? Der Zutritt zur großen Pyramide ist beschränkt. Ja, sie darf nur vom Propheten und den ältesten Anhängern betreten werden. Nach dem Schlüssel zu suchen ist sinnlos. Die Tür kann nämlich nur von innen geöffnet werden. Das kann gelegentlich zu echten Problemen führen. Vor einigen Tagen zum Beispiel stand der Prophet plötzlich vor der Tür, weil es zog. Die Tür aufzubrechen dauerte eine ganze Woche und danach musste sie ausgetauscht werden. Naja, daraufhin erklärte der Prophet Zugluft zu einem Omen für die Vernichtung der Welt. Ja, okay. Diese Tür ist verschlossen. Schön.
Seht ihr diese wunderschöne Pyramide? Wir waren diejenigen, die sie gebaut haben. Das war vielleicht Schwerstarbeit. Aber wenn alles unter Wasser steht, werden wir im Inneren Schutz finden. Allerdings gibt es da ein klitzekleines Detail, das mir Sorgen bereitet. Glaubt ihr, sie wird schwimmen? Ich bin mir ja nicht sicher, ob so ein riesengroßer Stahlkoloss schwimmen kann, vor allem in dieser Form. Ah, Krüge zu zerstören. Ah, das sieht normal aus. Ich bin hier, um den Anhängern beizutreten. Die Novizenausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Okay, war es voll riesig hier. Die Zahl 5 hat mich schon immer fasziniert. So richtig fasziniert. Das ist eine ganz besondere Zahl. Findet ihr nicht auch? Sie taucht überall auf. Das ist da ist zum einen die Geschichte von den 5 kleinen Schweinchen, die Geschichte von den 5 Musketieren und natürlich die 5 Schlüssel, die der große Zerstörer sammeln muss, bevor er die Welt in Schutt und Asche legt, ja? Ausgesprochen merkwürdig. Warum nur 5? Das bereitet mir echt Kopfzerbrechen. So, Moment, wir gehen da nach unten. Oh, eine Winde. Können wir die? Moment, können wir die? Können wir die? Komm. Schade. So, die sieht sehr stabil aus, die Brücke. Das bist du? Den Zeitstein zu berühren war schon immer mein Traum. Diese Ehre gebührt aber nur dem Propheten. Unser größter Schatz wird an der Spitze der Pyramide sicher verwahrt. Glaubt ihr, wenn man ihn berührt, kann man mit den großen Zerstörer kommunizieren? Das ist eine gute Frage. Aber Zeitstein klingt interessant. Vielleicht können wir dann frei durch die Zeit reisen, wie es uns beliebt. Das wäre cool. Wollt ihr die Prüfungen für Novizen ablegen? Ja. Ja. Also gut. Hört euch meine Fragen genau an und wählt die korrekte Antwort. Der große Zerstörer war das erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird wohl das zweite sein? Sinnflug? Ganz genau. Deshalb haben wir die Pyramide errichtet. Damit wir alle überleben, wenn die Welt überflutet wird. Eure Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Ach ja, das ist ja toll. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Bevor er die Welt vernichten kann, muss der große Zerstörer etwas tun. Und das wäre? Die 5 Schlüssel sammeln. Auf die Toilette gehen, ja definitiv. Nein, die 5 Schlüssel sammeln. Ja, ganz genau. Hinter dem Begriff Schlüssel verbirgt sich bestimmt noch etwas anderes. Doch was die Zahl 5 betrifft, ist der Prophet ganz unmissverständlich. Eure Novizausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Ja, dann sprechen wir mit denen noch. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Das große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unser wertvollsten Schatz graviert. Was ist das für ein Schatz? Das ist der... das Triforce. Oder ein Abpilz? Na klar. Excalibur? Nein, denn es ist... der Zeitstein. Gut gemacht. Der Zeitstein wird tatsächlich an der Spitze der Pyramide aufbewahrt. Der Prophet hat ihn kurz nach der großen Katastrophe nicht weit vom Smug entdeckt. Was ist ein Smug? Gratuliere, ihr habt die Prüfungen für Novizen bestanden. Doch das ist erst der erste Schritt. Um ein Anhänger zu werden, müsst ihr ins Sturmtal gehen und den Alpha besteigen. Auf den Gipfel des Alpha müsst ihr einen ganzen Tag lang vor unserem Symbol, dem großen Auge, meditieren. Erst dann seid ihr bereit, den Anhängern beizutreten. Ach ja. Okay. Der Alpha, ist das ein Baum? Ein Baum? Ja klar, es ist sicher ein Baum und wir besteigen den Baum und meditieren dann in der Krone. Meint ihr natürlich, ist das ein Berg? Interessant. Gut, aber ich glaube, hier können wir nichts weiter machen. Ja, dann gehen wir vielleicht doch nach Genua. Aber was ist das hier? Wieso ist das hier alles so dreckig? Ach, guck mal, hier ist ein Schiff. Ja, komm, wir gehen nach Genua. Dort, wo wir hin sollten. Ach, guck, die Stadt ist jetzt auch schön 3D. Händler und Anhänger, Händler und Anhänger. Tag ein, Tag aus sehe ich nichts anderes als Händler und Anhänger. Das ist doch verrückt. Sind wir wirklich alle Händler oder Anhänger geworden? Gleich betretet ihr Genua, die großartige Hauptstadt des Handels. Na toll, jetzt hat sich mein Notebook schon wieder gesperrt. Heieieiei. Sorry. Sorgt dafür, dass ihr keine Dummheiten macht. Dann sorgen wir dafür, dass ihr in Sicherheit seid. Ne? Ist das ein Deal? Ist das ein Deal? Ja, machen wir. Ja, die Stadt hat letztens anders ausgesehen.
Ihr seid gerade erst nach Genua gekommen, stimmt's? Man erkennt an eurer Sonnenbräune, dass ihr zu viel Zeit im Freien verbracht habt. In Genua schützt der Smog-Dunst meine empfindliche Haut vor den schädlichen Strahlen der Sonne. Ja, klar. Seid ihr wegen eines Smog-betriebenen Ofens auf dem Markt? Trittet näher, unsere sind die besten, die es gibt. Garantiert minimale Smog-Emissionen. Und unschlagbar preisgünstig. Kauft einen Smogofen und spart Holz. Das ist schonend für die Wälder. Wusstet ihr das? Wenn ihr jetzt kauft, zahlt ihr 0,1% weniger Steuern. Weil ich bin die Regierung, ich darf das. Ja? Also, was meint ihr? Ja? Wunderbar! Aber habt ihr denn kein Zuhause? Vor dem Installieren eines Smogofens müsst ihr eins kaufen. Sucht dafür einen anderen Händler. Bitte, will sagen, Immobilien sind nicht mein Ding. Okay. Das ist wohl die Zaubershow? Herr Nebelhorn ist ein richtig netter Händler. Vielleicht sogar zu nett. Immer wenn er Hallo sagt, will ich ihm auf der Stelle etwas abkaufen. Wie dem auch sei, er ist ein sehr einflussreicher Händler. Es ist eine große Ehre für einen Schüler, Spion zu sein. Ich meine, das Haus von Herrn Nebelhorn zu bewachen. Ach, ihr kennt Herrn Nebelhorn nicht? Er ist einer der reichsten Händler auf dem gesamten Kontinent. Herr Nebelhorn. Huch, ups. So, wir gucken jetzt uns erstmal heraus in der Stadt um. Glaubt ihr wirklich, dass der große Zerstörer die große Katastrophe verursacht hat? Was hat es mit den 5 Schlüsseln auf sich, die er finden muss, bevor er die Welt zerstört? Können wir jetzt hier in... Als ich klein war, habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Kanalisation versteckt. Dort wimmelt es von Ratten und anderen ekligen Dingen. Aber was hatten wir für einen Spaß? Doch seit der großen Katastrophe habe ich einfach die Lust am Leben verloren. Können wir hier runter? Schade, das geht nicht. Gut, die große Katastrophe. Wahrscheinlich genau die diesen riesen Krater verursacht hat da draußen. So, wie gesagt, wir betreten noch keine Häuser. Wir schauen uns nur noch kurz die Stadt an. Mein Liebchen, eines Tages werde ich euch weit von dem Smogabgasen fortbringen, in den Nymphenwald, wo die Zeit stillsteht. Dort wird unsere Liebe ewig währen. Ach, wie romantisch, ich würde aber lieber auf dem erstarrten Kontinent wandern gehen, wo nur unsere Liebe unsere vom Frostbeulen übersäten Körper wärmt. Ich bin euer getreuer Ritter, euer Wunsch ist mir Befehl. Ach, mein Liebling. Ach, mein Zuckerschnäuzchen. Ach, wie wär's, wenn ich meine Mutter einlade, mitzukommen? Wie wär's, wenn wir die ganze Sache vergessen? Oh. Ach nee, der Arme. Propheten, Patrouille. Irgendwelche Auffälligkeiten? Bloß weil die Welt bald vom großen Zerstörer vernichtet wird, heißt das noch lange nicht, dass sie seine Existenz leugnen müsst. Nur wer dem Propheten geholfen hat, wird gerettet. Okay. Sagen die alle dasselbe? Ja. Kaching, zerstören. So, okay, was bist du? Die Schüler trainieren bei der Pyramide des Propheten im Westen von hier. In ihr Gestein ist ein riesiges Auge gemeißelt. Ihr könnt es nicht verfehlen. Das ist doch kein Gestein, das ist doch ein riesengroßer Blechhaufen. So. Ach, guck mal, Kinder. Überprüfen wir zuerst alles noch einmal. Mimi, hast du den Schlüssel? Ja. Klar, Sauku. Ich hab ihn. Toll! Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Hast du die Karte? Ja, Boss. Hab ich. Ich hab die Karte. Juhu! Hammermäßig! Hiermit erkläre ich, Operation kein Spielzeug, aber viele Bücher für eröffnet. Sako, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wär's mit Operation Super Mimi? Ach nein, Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor, Operation Sako und ihre Freunde. Auf gar keinen Fall. Warum sollten unsere Operation nur deinen Namen tragen? Wie wär's mit, weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel von meinem Vater gestohlen. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Das heißt, ich bin diejenige, die hier das größte Risiko eingeht. Hört auf mit den Streiten, ihr zwei. Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind, okay? Ohne Spielsachen ist es so langweilig. Also, warum nennen wir unsere Operation nicht einfach Operation Bücher für Rebound? Nein!
Ihr seid so gemein zu mir. Gleich fange ich an zu weinen, du weinst schon. Reborn, also echt jetzt, mach bloß kein Theater. Hey, wieso gehen wir nicht in unser Hauptquartier zurück, um den Namen zu wählen? Gute Idee, Mimi. Los, alle zusammen zurück ins Hauptquartier. Hey, wartet auf mich. So, die Kinder sind weg. Das ist toll, wir haben die Kinder vertrieben. Och, hey. Das wollte ich doch gar nicht.